Hi, hier sind wir wieder zu Part 4 von Amnesia. Wo waren wir gerade? Ich glaube, das hier ist gerade eingestürzt. Wir haben uns hier Karten angeguckt und waren kurz auf einer kleinen Reise nach Ägypten, wo Daniel irgendwelche Erinnerungen weggekriegt hat. Durch irgendein Artefakt oder eine Kugel. Okay. Das hier hatten wir ja gerade zerstört im letzten Part. Das sollte zwar eigentlich nicht von Hand zerstörbar sein. Ging aber anscheinend doch. Aha. Der Schrank wurde anscheinend verschoben. Ein Luftzug und ein schwaches Licht scheinen hinter dem Regal hervor. Es muss eine Möglichkeit geben, hineinzukommen. Ah, da geht's weiter. Okay. Dann muss es noch irgendwie eine Möglichkeit geben, vielleicht den Schrank zu verschieben. Gucken wir uns erstmal um. Hier wieder Bücher, Bücher, Bücher. Da ist ein Zettel und ein Buch drin. Es sind keine Zunderbüchsen mehr übrig. Das ist nicht so gut. Können wir da nicht irgendwie. Ach, Lisa ist jetzt gar nicht vor. Ja, okay. Dann werde ich es übernehmen. Altstadt und Schloss Brennenburg, 1801. Der sagenumwobene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern Ostpreußens. Seit Jahrhunderten schon umgeben Geschichten das Dörfchen und das benachbarte Schloss Brennenburg. Die ruhigen bewaldeten Berge mit ihren dazwischenliegenden Seen bieten einen wundervollen, malerischen Anblick. Dennoch, dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht. Aberglaube hat sich unter den Einheimischen weit verbreitet und den Durchreisenden bietet sich hier bei Gesprächen mit den Bewohnern zweifellos eine aufregende Unterhaltung. Alle haben ihre eigenen Geschichten zu erzählen, doch es gibt etwas, was sich in allen wiederholt. Oha. Hä? Okay. Haben wir das jetzt einfach mal an uns genommen? Ich weiß, ich wollte jetzt, dass ich das weiterlese. Das ist ziemlich viel. Ich mach's jetzt einfach so. Wenn ihr das durchlesen wollt, könnt ihr jetzt auf Stopp drücken. Dann habt ihr eine Zeit, das durchzulesen erstmal. Hier die nächste Seite. Und die nächste Seite. Und Schluss. So. Ach ja, Tagebücher, was haben wir da? Achso, das sind jetzt die Aufzeichnungen über Algerien, über die Ausgrabung. Und hier können wir auch mal wieder reingucken. Es gibt eine Art geheimen Mechanismus in der Tür zum Geschichtsraum. Ah. Finde den Schlüssel zum Weinkeller. Ja, im Weinkeller sind die Zutaten, das wissen wir auch. Experimente im Labor haben bewiesen, dass sich aus der Kombination von vier Chemikalien eine starke Säure ergibt, ja. Ja, das kann aufgelöst werden. Gut. Sehen. Ne. Gut.
4 ist es auch eingestürzt. Mensch, du. Das hört man nicht so gut. Dann gehe ich mal die Grundrisse. An dem Klavier. Ach du Scheiße. Martha, the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Okay. Irgendwas sollte verstärkt werden. Die Dunkelheit. Würde gegen irgendwelche Erdbeben, die wir ja schon erlebt haben. Hier ist eine Karte von der Westhalle, Ostflügel, Skizzen sind davon da, hier lagern überall noch welche. Hier ist wieder Spinnenweben. Nee. Habe ich dann 3. Ein bisschen Öl nachfüllen. Ein Topf, der Mixturen aller Art enthält. Enthält er die schon? Oder muss ich da erst was reinfüllen? Das würden wir jetzt nur in diesem Chemieraum sehen. Da aber leider der Weg dazu eingeschützt ist, müssen wir da erst gucken, wie wir da hinkommen. So. Jetzt gehen wir hier rum. Irgendwie muss das hier zu verschieben sein. Es könnte ja sein, dass, als wir hier eingebrochen sind, haben wir irgendwas knarren gehört und klirren gehört und ja, als ob so ein Mechanismus losgehen würde. Und dann wurde uns ja auch was gesagt von wegen, du musst den Mechanismus ganz schnell hintereinander aktivieren, sonst funktioniert das alles nicht. Ich frage mich jetzt nur, welcher Mechanismus? Zwischen. Oh. Okay. Hier ist abgeschlossen. Okay. Dann machen wir erstmal Schluss für diesen Part. Wir sehen uns dann im nächsten.